wie weiß einfach der Strand ist, oder? Das ist Hammer. Das ist so verrückt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind gestern in Esperance angekommen, hatten am Abend nicht so schönes Wetter. Muss man ehrlich sagen, es ist ziemlich kühl hier. Weil es regnet zwar nicht oder so, aber 15 Grad auf einmal und zuvor 35 Grad. Das ist dann doch ein heftiger Temperatursturz, muss man sagen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dafür ist jetzt am Morgen heute schon perfektes Wetter. Wir frühstücken draußen, unser Müsli und gleich geht's ab in den Cape Legrand National Park. I'm cornered in the cold where you left me. Left again, left again. Also uns erschlägt gerade dieser Anblick, das ist so schön, das haben wir gar nicht erwartet. Aber der erste Besucher ist auch schon da, weil hinter unserem Auto ist erstmal ein Känguru. Ja, ich weiß nicht, was da hinten ist noch. Hallöchen. Echt cool, wa? Das läuft, ne? Ja. Wir packen jetzt erstmal unsere Sachen und müssen euch noch zeigen, wir haben erstmal die ganze Karre voller Wäsche hängen. Wir haben Wäsche gewaschen, die ist aber nicht ganz trocken geworden, da es heute mega warm ist im Auto. Haben wir unsere Bungee-Wäscheleine hier aufgehangen und die ganze Wäsche da reingehangen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Ist, glaube ich, schon trocken. Wie weiß einfach der Strand ist, oder? Das ist Hammer. Das ist so verrückt. Wir sind mit dem Auto hier hingefahren, haben beide gesagt, boah. Wow, ja, fällt einem nichts mehr zu ein. Höchstens mega. Jetzt ist auf jeden Fall klar, warum die Australier ihren Strand hier, den Lucky Bay, zum weißesten Strand Australiens gevotet haben, mehrmals schon. Und ich glaube sogar weltweit gehört er zu einem der schönsten Strände, wurde wohl öfter schon unter die Top 10 gevotet. Also sowas Krasses haben wir echt selten gesehen. Einzige Sache, die nicht so toll ist, hier sind direkt viele Fliegen am Strand, also manche laufen hier direkt am Strand mit dem Kopfnetz rum. Aber abgesehen davon, ich glaube, das ist schon... Also weiß ich nicht, fehlen einem die Worte. Und Porno blau, genau. Heftigst. Und falls ihr einen 4x4 Camper habt, wie er hier, da könnt ihr direkt hier am Strand parken, entlang fahren. Ich zeig euch erstmal was. Das ist Quarzsand, ja, der Quietschesand. Da hinten gibt es sogar das Lucky Bean Café. Und ich muss sagen, hier ist jetzt diesmal wirklich mal ein bisschen mehr los als bei den sonstigen Stränden, wo wir bisher waren. Ja, aber trotzdem nicht ganz viel und aber ja, ist ganz cool. Café direkt am Strand. Ja, aber trotzdem ist es nicht total überfüllt. Nee, ist auf jeden Fall ein freies Plätzchen für jeden zu haben, wie ihr seht. Wir haben uns gerade erstmal ins Auto geflüchtet, denn
A, sind Wolken gekommen, es wurde ein bisschen kühl, aber das war eigentlich nicht der Grund. Wir wollen jetzt erstmal eine kleine Snackpause machen. Draußen kann man hier echt einfach nicht essen. Da wären zwar Möglichkeiten gewesen unten am Strand, so mit so Tischen, aber es sind so viele Fliegen. Und die Fliegen waren gerade noch nicht mal das Schlimmste, sondern auf einmal kamen ganz viele Käfer an. Wir haben uns unten mit dem Meerwasser, war das, denke ich mal, aus so einer Dusche abgebraust. Und auf einmal waren wir am kompletten Körper voller Käfer. Aber das war echt heftig. Wir haben die alle sogar mit ins Auto gebracht und mussten die gerade erstmal loswerden. Aber die waren auch echt ein bisschen kurios. Die sahen aus wie so kleine Kakerlaken, weil ganz schnell waren die auch. Schäbig ziemlich irgendwie. Und ja, jetzt gibt es erstmal wieder eine Hummus-Party. Ja, echt dunkel im Hintergrund. Kommen ein paar fette Wolken auf uns zu. Da zum Beispiel, auch wenn es auf der Kamera wieder gar nicht so dunkel aussieht. Ne, wir sind gerade weitergefahren zum Sissel Beach. Und hier ist auch der Whistling Rock. Und ja, der steht irgendwie ganz cool hier mitten in der Mitte, so im Nirgendwo. Sieht auch echt stark aus. Ja, hier ist der Tag gekommen. Das erste Mal Regen, seitdem wir in Australien sind. Ja. Und Daniel hat sich gerade gefragt, was denn die Kängurus machen, wenn es regnet. Wahrscheinlich unterm Baum sitzen und ausdauern das Ganze, oder? Ausdauern. Ja, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid, ne, was hier kreucht und fleucht. Wieder zurück in Esperance und beim Twilight Beach, aber wir haben eine richtig geniale Bank gefunden. Und was wir sagen müssen, so stellen wir uns so ein bisschen die Seychellen vor, oder? Ja, weil die Strände sind halt mit diesen coolen Steinen und so. Ja, da hinten die Steine, da einmal. So ähnlich wie Seychellen, stellen wir es uns vor. Ja, wir waren ja noch nicht da. Genau, wir waren ja noch nicht da. Und die Surfbank. Die Gegend hier im Esperance, die begeistert uns echt schwer. Alleine gerade hier im Salmon Beach, die Aussicht aus dem Auto raus. So magisch. Vor allem die Wellen, die sind der Hammer. Und die brechen, die sind so riesig hier. Echt nice. Wir sind jetzt zurück am Campingplatz. Gerade hatten wir ja am Strand echt nochmal richtig geniales Wetter, super viel Sonne und danach kamen direkt wieder die Wolken. Also heute super wechselhaft. Und ja, wir sind zurück, wie gesagt. Jetzt wird erstmal ein bisschen was gekocht. Wir machen uns ein paar Burger und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. Weil ich habe mir, glaube ich, jetzt eben einen Nerv am Rücken angeklemmt. Das ist nicht so cool. Ich kann nur noch so gebückt sitzen. Es tut höllisch weh und ich hoffe, dass das gleich einfach wieder besser wird.
wir haben leider Pech. Wir sind jetzt nochmal an der Lucky Bay. Aber ja, normalerweise sind hier Kängurus. Ich glaube, denen ist aber zu kalt. Ja, ist echt Schmuddelwetter. Wir sind heute mega früh aufgestanden, haben nur eine Banane gefrühstückt, um direkt hier hinzufahren. Aber es ist total grau am Himmel. Es ist relativ windig und echt frisch. Ich glaube, den Kängurus ist echt zu kalt am Strand. Sind wir heute Morgen extra so früh aufgestanden? Wir waren so mega müde noch, ne? Ja, war irgendwie ein Reinfall jetzt. Ist hier kein Känguru. Dafür lecker essen. Wir machen uns gerade unser Frühstück und essen halt direkt am Strand. Auch wenn es nicht sonnig ist, sieht es trotzdem eigentlich ganz schön aus. Und ein kleiner Shoutout nochmal hier an den Joghurt. Ich glaube, wir haben den letztens schon mal gezeigt. Das ist ein Kokosnussjoghurt. Und diesmal haben wir den nicht mit Vanille, war es letztes Mal, glaube ich. Diesmal haben wir den mit Mango und Passion Fruit. Der ist auch ziemlich geil. Vor allem kaum Zucker drin. So wie Quark, so teilweise auch. Ja, so bisschen, dicker, war. Ne? Echt, echt lecker. Ja, yeah, Känguru entdeckt, da vorne. Zwei Stück. Alles da, haben wir jetzt. Guck mal, wie süß. Das hat Hunger. Also die anderen haben das gerade gefüttert, aber das darf man halt nicht. Oh, voll süß. Aber da hinten ist doch voll das Große, oder? Na du? Beutel da hinten, ich werd verrückt. Oh, wie süß ist das denn? Building castles out of sand, reaching for the grand. Next Stop, Hellfire Bay. Das ist auf jeden Fall was, was man echt immer positiv erwähnen muss, was die Australier super machen. Hier gibt es eine Sitzecke, hier vorne so ein Barbecue-Grill, oben ist eine Toilette und ja, Mülleimer, überall genug. Also ist richtig toll. Und was ich noch erwähnen wollte, Lucky Bay, da könnt ihr auch campen, aber seit 1. November müsst ihr die Campingplätze online vorreservieren. Ihr könnt nicht mal hinkommen und einfach gucken, ob ein Platz frei ist. Ja, und Jesse meinte gerade, wow, hier sieht es richtig schön aus. Und ja, ich glaube auch Hellfire Bay ist definitiv ein Highlight. Hier ist niemand. Niemand. Keine Menschenseele. Geil, ne? Ja. Easy, easy on our tiptoes.
als weißer Vogel auch nicht besser machen können. Boah. Wir sind zurück auf der Campsite und hier in Esperance ist bestes Wetter. Okay, es sind auch ein paar Wolken am Himmel, aber es ist mega warm und sonnig. Und ja, wir müssen gerade erstmal unser Wasser wieder auffüllen. Und das ist auch immer ganz easy, das hat man glaube ich noch nicht gezeigt. Einfach auf den Campingplätzen hier den Anschluss nutzen. Hier ist das auch direkt Trinkwasser. Und dann einstecken, Gas geben und dann sind gleich auch die 40 Liter wieder voll. Das Wasser ist jetzt wieder aufgefüllt. Jetzt müssen wir das Auto wieder am Strom anschließen. Das ist direkt nebenan. Und danach müssen wir das Gas noch anmachen. Und beim Gas haben wir so eine Prepaid Gas Bottle Option drin. Und das Gas müssen wir, wenn wir das Auto abgeben, nicht wieder auffüllen. Das ist ganz praktisch. So wie wenn man das kennt, wenn man das Auto abgibt, voll tanken muss man ja normalerweise. Das müssen wir natürlich auch. Aber im Gas können wir es einfach so abgeben, so voll wie es da noch ist. Wieder Strom. Ja, auch wieder am Start. Und was wir immer noch machen müssen, wenn wir kochen wollen, dann müssen wir hinten einmal den Gastank aufschließen, beziehungsweise der ist hinter der Klappe hier. Und dann müssen wir den einmal aufdrehen, weil während der Fahrt soll man den dann halt aus Sicherheitsgründen immer schließen. Weil so ein Kabel kann sich ja immer mal lösen, wenn das Gas ausströmt und irgendwo gibt es einen Funken. Das ist ja nicht ganz so witzig. Ach, was war es wieder für ein schöner Tag. Also total besonders, auch die Kängurus zu sehen, vor allen Dingen das männliche. Das war ja ein bisschen aggro. Also es hat Daniel sogar angeknurrt. Echt, wie ein Hund. Wie so ein Hund. Also, hätte ich auch nicht erwartet, lieber definitiv nicht zu nahe nicht kommen, sonst boxt er einen. Ja, ne? Ich bin nur beim Fotografieren zu dem Kleinen gegangen und der Große lag dahinter, oder der Große, das große Känguru. Und da fing das aber richtig an zu knurren. Also, hat fast eine drauf gekriegt. War schon komisch. Bin ich erstmal schnell zurückgegangen. Ja, und ich finde es einfach super besonders, jetzt wieder hier zu sein, weil damals war es einfach ja für mich sehr, sehr schwer, hier wieder Australien zu verlassen, weil ich halt unbedingt in den Westen wollte und es war halt sinniger, damals wirklich zu gehen und es war für mich persönlich sehr schwer einzusehen, als der eine sagte, es ist halt besser, wenn wir jetzt gehen und ja, weil jetzt sind wir zurück und es ist, ich glaube, doppelt so schön einfach, weil wir es jetzt noch mehr schätzen und noch mehr dankbar sind, dass wir das alles erleben können. Ja, auf jeden Fall. Was man aber sagen muss, manche Leute glauben immer, dass uns damals Australien nicht gefallen hat. Also auch Sydney und die Richtung, die Reise Richtung Melbourne, Melbourne an sich, das war alles super schön. Wir hatten halt nur mega wirklich viel Pech gehabt mit dem Auto und Reparaturen und Co. Ja, das war halt das Problem. Wir haben halt mega viel Geld in kurzer Zeit verloren. Da mussten wir in eine Unterkunft, weil das Auto in der Werkstatt war, in Melbourne, Formel 1 Wochenende, alles ausgebucht, super teuer. Und da kam halt alles zusammen. Ja. Aber es war definitiv nicht das Land. Das hat uns damals auch schon so gut gefallen. Also wir hatten damals ja wirklich jeden Tag Pech und das haben wir auch noch nicht gefilmt. Ja. Es kam wirklich jeden Tag immer mal wieder was dazu, was dann halt wirklich in die Hose ging. Ja. Und vielleicht kam es auch gar nicht so rüber, wie es uns dann wirklich ging. Und aber jetzt ist alles super und das ist halt, ja, einfach schön, ne? Ja, und wir können Westaustralien auf jeden Fall extrem empfehlen, weil wir wissen nicht, wie es zu anderen Reisezeiten ist, aber jetzt ist es einfach sowas von untouristisch, das ist total heftig. Das hätten wir nicht erwartet, wir hätten einfach gedacht, dass es viel mehr Tourismus hier gibt. Gut, jetzt sind keine Schulferien hier, wenn die Australier auch Urlaub haben, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber jetzt im Moment, wir genießen es einfach so sehr, das ist unbeschreiblich. Ja. Ja, morgen geht's wieder weiter und mal sehen, was wir dann noch so alles erleben jetzt in der nächsten Zeit. Stehen noch ein paar Orte und Punkte auf dem Plan auf jeden Fall. Okay, yep. Dann bis morgen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Guten Morgen aus Esperance. Guten Morgen. Ja, wir sind gestern ja hier angekommen und was soll ich euch sagen?
So, congratulations, wir sind am höchsten Punkt mit 40 Metern und so sehr wir uns über das Wetter gefreut haben. Und Regen. Es regnet wieder, so ein Ranz, ey. Innerhalb von Sekunden auf einmal, Sonne weg, Regen da.